prepare for battle. Weltpremiere auf GameTube. Es ist ja unser Markenzeichen, dass wir immer zu zweit kommentieren. Und jetzt sitze ich hier alleine bei Dota 2. Was ist los? Wir kommen leider nicht so oft dazu, Dota 2 zu spielen, wie wir es gerne möchten. Der Michi und ich. Und ich spiele den Quatsch ja eh ständig alleine. Da dachte ich, na gut, nehme ich es halt auch einfach mal auf und spreche damit. Kann man mal gucken, ob das einfach elendig zäh und ätzend wird oder ob es vielleicht doch ganz interessant ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und wenn das einigermaßen ankommt, kann ich ja ab und zu mal wieder mitfrapsen, wenn ich das eh spiele. Hier seht ihr jetzt mal auch einen neuen Spielmodus, wenigstens mal was Besonderes, den All-Random-Mode. Das heißt, jeder Spieler kriegt zufällig einen Helden zugewiesen. Ich habe Leoric bekommen, den Skeleton King. Mal schauen, wie ich mich damit schlage. So, was baue ich mir denn an denen? Lange kein Skeleton King mehr gespielt. Das Armlet ist immer eine gute Idee. Magic Wand ist natürlich auch eine gute Idee. Das werde ich mal als nächstes drauf gehen. Kaufen wir schon mal die Sachen, die noch ins Inventar passen. Macht sich der Kurier mal auf den Weg. Fangen wir mal mit Vampiric Aura an. Das heißt, damit kann ich ein bisschen Leben rauben, wenn ich zuschlage. Ganz am Anfang werde ich jetzt einen Stun oder so nicht brauchen. Weil ich ja eh allein bin und der Axe im Wald. Und dann verliere ich halt nicht ganz so schnell Lebenspunkte und kann ein bisschen fröhlich ein bisschen Leben saugen bei jedem Schlag. Ist ja auch nicht verkehrt. Muss ich nicht so schnell meine Tangos fressen. So, mal nicht zu viel blocken, dass sie mir nicht in den Turm laufen. Aber die Gefahr steht anscheinend eh nicht. Die haben auch sehr gut geblockt. So, da habe ich es jetzt. Bin ich jetzt Gegner? Earthshaker. Auch ein super Held, den ich total gerne spiele. Und Viper. Viper ist sehr anstrengend als Gegner und vor allem natürlich als Melee. Ist ein Ranged, der sehr nervig ist. So, schauen wir mal. Dann skill ich auf jeden Fall den Hellfire Blast. Dass ich ja mal einen Stun machen kann und entkommen kann, falls ich vielleicht... Zack. Und da geht schon der erste Tango dahin. Ich glaube, das wird noch ein paar Mal stattfinden. Ich kaufe mir gleich mal noch am besten welche. So, und schick den Kurier mal hin, weil allein in der Lane will ich erstmal vor allem hier leveln. So viel nach vorne trauen kann ich mich nicht, weil wenn der Earthshaker mich abschneidet mit seinem Fische... Und ich dann einen riesen Umweg laufen muss, macht mich doch die Viper dann in der Zwischenzeit alle. So, einmal skill ich am Anfang auch ganz gerne den Critical Strike, weil das Level 1 lohnt sich da natürlich am meisten, aber werde ich erstmal nicht so viel reinstecken. Ja, man sieht schon, die sind sehr aggressiv. Sollten natürlich auch sein in der Kombination. Ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich für mich. So, wie gesagt, ich muss ein bisschen defensiv spielen, ein bisschen Erfahrungspunkte einfach abgreifen. Nicht sterben vor allem. Und dann geht das schon. Schade, dass unten gerade steht 1-1, aber das andere Team hat den Kill eine Sekunde, halbe Sekunde früher gemacht. Deswegen ist das First Blood und das Bonus-Gold für den ersten Kill an das andere Team gegangen. Aber naja, man sieht schon, der Earthshaker platziert sich immer hier so ein bisschen, um mich dann abzuschneiden mit seinem Fischer. Deswegen spiele ich jetzt da wirklich sehr, sehr defensiv. Genau, das ist der Fischer, falls ihr es nicht kennt. Das hat so eine Welle, die dann so die Erde so aufwirft. Und da kann man nicht durchgehen, wie ihr gerade sieht. Und wenn das halt dann natürlich so macht und mit dem Rückweg abschneidet, stehe ich dann halt voll im Feindfeuer. Was dann mal richtig weh tut. So, er hätte mich jetzt gleich abschneiden können mit ein bisschen. Ne? Das hat zum Glück noch geklappt. Aber wenn er mich gedacht abschneide, dann ist das schlecht. Also darauf muss ich achten. Deswegen stehe ich auch so weit hinten und kriege jetzt auch gar nicht so viele Last Hits. Aber so ist es halt manchmal. Vielleicht kommt der Axe irgendwann mal nach oben. Da haben wir schon angestiefelt.
Sehr schön, jetzt können wir mal hier versuchen noch. So, sehr schön. So, well played, sagt er. Er hat es natürlich auch sehr geschickt gemacht. Das war schön, er kam genau zur richtigen Zeit. Die Unterstützung konnte ich ja mal richtig gut gebrauchen. Meine Lebenspunkte sind trotzdem ganz schön runter. Meine Mana-Punkte auch. Gucken, die kriege ich natürlich jetzt nicht mehr rechtzeitig gezogen. Vielleicht kann ich aber... So, die Creeps hier reinpullen. Obwohl, das wird... Die sind zu schnell da. Das ist keine gute Idee. Das breche ich mal ab. Das bringt mir gar nicht so viel. Ich gehe einfach mal kurz zurück in die Basis. Teleportiere mich dann wieder nach oben, habe dann wieder volle Lebenspunkte, volle Mana-Punkte, das ist es schon gerade mal wert. Was kaufe ich mir denn schon mal? Ich kaufe mir schon mal die Teleportrolle für zurück. Stiefel kann ich sehr gut gegen die gebrauchen. Das habe ich schon fertig. Und dann nachher das Armlet zu bauen, ist tatsächlich eine sehr gute Idee an ihm. Da verliert man ein bisschen Lebenspunkte, wenn man es aktiviert, aber ich habe ja Life Leech beim Peric Aura. Von daher ist das ein sehr gutes Item, ein sehr guter Gegenstand an Leoric. Ich kann dann doch mal nachher vielleicht genauer erklären, wie das funktioniert. Erstmal kurz sagen, dass oben die Leute fehlen, damit die nicht plötzlich da irgendwo... im Wald auftauchen oder so. So. Können wir gleich noch ein zweites Town porten, dann kann ich auch wieder wegporten, falls mir das irgendwie da spanisch vorkommt, in einer blöden Situation mal bin. So. Komm, Last Hit. Na, ruht er zu langsam aus. Danke sehr. Haben wir übrigens gerade gesehen, wenn er so einen Crit macht, das ist auch ein bisschen in der Animation ersichtlich immer. Das heißt, er holt er aus und es gibt einen besonderen Sound. Ja, da sieht man aber gleich wieder, wie sie schon wieder sofort. Wir haben mich diesmal tatsächlich geschafft, mich abzuschneiden. Und dann schießt die Vibe ein paar Mal auf mich und schon bin ich halb tot. Immerhin habe ich jetzt den Ulti. Den Ulti, wer den nicht kennt, das ist super. Der Ulti heißt Reincarnation und wie der Name schon verrät, Reinkarnation. Ich erscheine wieder. Und zwar nach 3 Sekunden erscheine ich an der gleichen Stelle wieder, indem ich gestorben bin. Und habe wieder volles Leben und volle Mana-Punkte. Allerdings kostet das 140 Mana. Also ich muss darauf achten, dass ich die Mana-Punkte habe, um das Reinkarnation zu benutzen. Oder das heißt, es wird automatisch benutzt, aber es muss halt genug Mana sein. Also wenn ich sterbe und 140 Mana zum Zeitpunkt meines Todes habe. So. So, jetzt gibt es gleich nochmal den Hammer hinterher. So, tschüss. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Sehr gut. Ja, ich mag den Axe. Der kommt immer zur richtigen Zeit gerade. Das gefällt mir. Good job, sag ich. No problem, sagt er. So macht das Spaß. Trotzdem steht es 5-4 noch relativ ausgeglichen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt sieht man gerade, dass hier, dadurch, dass es auch ausgegraut ist, oder ausgeblaut eigentlich eher, ich habe nicht genug Mana für mein Ulti. Das will er hier natürlich ausnutzen, die Sau. Ha, daneben. Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich halt nicht wieder erscheinen. Dann wäre ich tatsächlich tot. Ups, muss aufpassen. Das ist jetzt nicht ganz ungefährlich gegen die. Aber ich komme jetzt halt wieder. Ich hätte extra genug Mana. So, und jetzt habe ich wieder volles Mana. Der kriegt jetzt erstmal hier schön. So. Zack. Oh, der Ulti hat richtig langen Cooldown halt. 240 Sekunden. Also kann ich jetzt halt erstmal nicht sterben. Das Einzige, was sich auch bei den verschiedenen Leveln des Ultis ändert, ist tatsächlich die Mana, der Cooldown. Also, dass ich nachher nicht so lange warten muss, um mein zweites Leben hier zurückzuerhalten. Sagt mir gerade, dass ich vorsichtig sein soll. So, zack. Welche Schuhe kaufe ich mir an ihm? Power Threads, ja. Ja. Was haben die denn für Leute? Ich mag eigentlich immer sehr gerne Mobilität, gerade an Leuten, die halt keine haben. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt wieder die Schuhe an ihm, womit ich temporär so einen Geschwindigkeitsboost kriege. Das gefällt mir ganz gut.
gerade überlegt, ob ich nach unten hin porte, aber wäre ich nicht schnell genug gewesen. So, ich muss ein bisschen oben jetzt aufpassen. Die Viper farmt ein bisschen vor sich hin. Schaffe ich es noch rechtzeitig, die Creeps zu stacken, dann kann ich die gleich mal pullen. Ja, schaffe ich noch rechtzeitig, sehr gut. Gleich mal reinlaufen, sie mich verfolgen und raus. Dann sind ja gleich doppelt so viele Creeps. Das ist gut, dann kann ich, entweder macht der Axe die oder ich stack die, damit halt die Wave von mir ein bisschen zurückgepusht wird mal, weil die ist mir viel zu weit vorne, viel zu gefährlich da zu kämpfen. Wenn jemand von der Seite kommt, bin ich ja so schnell abgeschnitten. So, jetzt werde ich hier mal pullen mit doppelt so viel Creeps, das heißt, werdet ihr gleich sehen in die Creep Wave und die wird halt ordentlich auf die Fresse kriegen. Und dadurch verschiebt sich dann dieser Punkt, wo wir halt kämpfen, weiter zu meinen Gunsten. Jetzt haben wir haben wieder einen schönen Ward übrigens, das ist ganz gut. Wir sehen dadurch, dass der Earthshaker da irgendwie unterwegs ist. So, ich will mal hier erstmal oben die XP noch wenigstens abgreifen. Ups, es geht ja in der Mitte. Da porte ich jetzt mal hin, um denen zu helfen. Das ist ein Teamkampf, die... Sehr schön. Hervorragend geklappt. Ich habe gestunt, der Axe hat sein Ulti gemacht. So, ich gucke mal, ob ich hier nach unten auch noch helfen kann vielleicht, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, versuchen wir es mal. Ich skill mal meinen Hellfire Blast, also diesen Stun, den er wirft, mal auf Maximum. Aber ich mache halt mehr Schaden, was ja sehr schön ist. Ups, da sind sie. Gehen wir mal so einen Umweg hier. Vielleicht können wir die von hinten überraschen. Na, leider nicht. Na, vielleicht kommt gleich mal wieder einer im Wald hier. Lass mich da durch! Ich bin Arzt! Ups! Aufpassen nicht. Oh, fast tot. So, sehr schön. Da der Lich das gehabt, der supportet echt schön. Fällt mir sehr gut. Wahrscheinlich besserer Supporter, als ich das oft bin. Wo ich mir auch Mühe gebe. Aber er hat schon gemacht. Er stellt Wards auf. Ich denke mal, dass die von ihm sind. Er hat den Dust gekauft. Läuft, ne? So, der... Ich habe nicht genug Mana für den Ulti, der 140 Mana kostet. Aber wenn ich mein Magic Wand benutze, dann schon. Also in der... Ja, da recht oben ist Free Farm. Ich gehe mal wieder hin. Also tendenziell kann man überhaupt oben farmen. Werde mal hier die Gegenstände kaufen für den. Für das Armlet. Ich kämpfe jetzt aber doch erstmal mit unten, weil da geht jetzt ja gerade Action. Vielleicht nicht gerade durch den Turm laufen. So. Ich werde jetzt extra kein Spell benutzen, damit ich mein Ulti ready habe. So, weil die werden ihn jetzt verfolgen. Wenn ich jetzt mein Ulti benutze, weil mein irgendein Hellfire Blast, habe ich nicht genug Mana für den Ulti. Ah, schwierig, schwierig. So, ich gehe jetzt mal wieder in die Mitte. Ups. Dann gehe ich tatsächlich mal nach oben. Ganz kratzige Stimme heute. Ich will mal oben ein bisschen pushen sogar jetzt. Die sind alle woanders beschäftigt. Vielleicht können wir den Turm einreißen, was dem ganzen Team Geld bringen würde. Mir natürlich auch. Wäre irgendwie ideal. Dafür kann man übrigens gleich, was zeige ich gleich mal, die Illusion sehr gut nutzen, um effektiver zu pushen. Ups. Na, jetzt gerade noch nicht. So, was geht da in der Mitte nach der Kampf? Na, da kann ich ihn mir rechtzeitig hinporten. Ich greife mal zwar nicht den Turm, weil ich nicht die Aggro gehe, so, zack.
So, die haben jetzt gerade den Turm versteckt und man sieht, wie sie hier nach oben gerannt kommen. Und ich werde einfach mal, ups, wegporten. Ups, ist natürlich knapp. Aber die kann mich nicht aufhalten. So, wir bauen mal hier den Bracer zusammen. Dann habe ich noch einen Inventarplatz mehr, wo ich dann demnächst mal die Blades of Attack oder die Gloves of Haste reinstecken kann. Einen Townporter stecken wir uns mal noch ein, ist immer gut. Und dann verteilen wir die Mitte. Hinporten kann ich nicht, habe ich ja gerade gemacht. Vielleicht drücken die jetzt oben. Mal schauen. Wie läuft es insgesamt? 15-13 mit den Türmen ausgeglichen, jeder einen verloren. Und wir haben einen schönen Supporter mit dem Lich, der es echt gut macht. Läuft ganz gut. Wie sieht's Endgame aus? Wir haben Troll und Leoric, die beide sehr stark sind. Sie haben Viper starkes, Templar ist im Midgame vor allem stark. Dafür haben sie gute Teamfight-Ultis. Natürlich mit Lich auch, aber sie haben natürlich auch hier Magmus und Earthshaker. Ist eigentlich recht ausgeglichen. Sind beides keine idealen Teams, aber jetzt so im Vergleich nehmen sie sich jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Von daher kann man schon mal... Mach mal ein Upgrade auf den Ulti. Ups. Versuch da oben mal mitzuhelfen. Okay, da konnte ich nicht mehr helfen. So, aber natürlich mein Ulti, ich kann ein bisschen... So, ich laufe mal... Oh, die wollen es aber jetzt wirklich wissen. So, aber ich halte relativ viel an, so gucken. Au! Ah! Ja... Tja, da hat leider kein anderer geholfen. Schade, da hätte man ja noch hinporten können, weil die waren so auf mich fixiert, da hätte man sehr gut mal helfen können. Der Troll zum Beispiel. Ach, der hätte jetzt mal helfen können, der farmt hier oben ein bisschen, vielleicht farmt er wenigstens was Gutes zusammen, oder bis jetzt hat er noch nicht viel. Dafür, dass es in der Mitte war vor allem. Bisschen schade. Hoffentlich gleicht das jetzt wenigstens aus, wenn er einen schlechten Anfang hat, dass er jetzt ein bisschen besser farmt. So, ich stecke jetzt mal die Claws of Attack ein, mache ich ein bisschen mehr Schaden. Ist ja nicht verkehrt. Einen Town Portal habe ich ja noch, das brauche ich ja nicht sofort. So, jetzt genau den mache ich angreifen. Sehr gut. Wie viel hält der denn aus? Bist du irre? Oder machen die einfach nicht so viel Schaden, die Jungs? Geh rauf! Nicht auch noch verklickt jetzt, ich Depp. Warum geht der nicht rauf? Der hätte eigentlich mal ganz gut was reißen können. Ups, da passe ich jetzt nicht auf. Sonst dann, komm her. So. Ah, der Tick dürfte gleich noch anhalten. Sehr gut. Sehr schön. Wie sollte man den Top Tower versuchen einzunehmen? Vielleicht jetzt, wo die abgelenkt sind und einer tot ist. Der Axe wird hier vielleicht unten die Creeps abfangen, die nächste Creep Wave. Ja, macht er auch. Sehr gut. Den Turm kriegen wir. Der Turm schießt jetzt auf mich. Nicht so schlimm. Jetzt auch mal gucken, ob ich den Last am Turm kriege, weil dann gibt es noch ein Bonus-Gold für mich. So, wir verziehen uns hier mal. Weil die kommen hier angerannt wie die Idioten. Und das ist eher ungesund für uns. Mein Ulti dann auf cooler, das heißt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich dann auch tatsächlich tot. Skandalös. Ja, das. Ja, der Gelbe hier alleine, sehr offensiv, aber jetzt zieht er sich auch zurück. Und wir haben auch den Mitturm gekriegt. Sehr schön, es läuft hier. Oh, oh, oh. Vielleicht kann ich in der Mitte helfen. Ich port noch schnell hin. Und dann wurde allein schon dadurch abgeschreckt. Sehr gut. Zieht sich zurück. Muss ein bisschen aufpassen. Ups, ups, ups. Nein, nein, nein. Der soll mal nicht sterben, weil der spielt echt gut. Nein. Das sieht nicht gut aus. Ach, ach, ach. So, wie teuer ist das Armlet? 700. Kostet das Rezept noch. 611 habe ich. Ja, die sind jetzt alle in der Mitte. Ich versuche mal hier in der Mitte zu deffen. Ich werde jetzt ein bisschen baiten, heißt das. Also
Ja, hätte er vielleicht ein bisschen früher kommen können, bevor ich sterbe. Hä, warum war ich denn tot? Hatte ich nicht... Ach, ich hatte nach dem... Ich... Vollidiot. Hat nicht genug Mana nach dem... Ich hatte nicht genug Mana, nachdem ich den Helfer verpasst. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Idiotischerweise. Das war ganz schön peinlich und schlecht. Ich mache die Rune an, um dir nicht den Turm einfach so ohne Gegenwehr zerstören. Warum verteidigen ihr nicht? Vollidioten. Hä? So. Der Husker, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So. Ich habe ihn jetzt auch noch getötet. So. Also warum die Zeche eben den Turm nicht verteidigt haben, nicht mal hingegangen sind, verstehe ich halt nicht. So, ich bin halt ja hingeportet sofort und selbst dann kamen sie nicht. Also schon vorher hätten sie am Turm locker verteidigen können. Die anderen hatten ja auch schon ihre ganzen Spells verblasen. Ja, muss man manchmal nicht verstehen anscheinend. So, jetzt hole ich mir mal die Sachen nicht da. Ups, was ist da denn los? Na, komme ich auch nicht mehr rechtzeitig an. Entweder kriegen sie ihn oder nicht. Bevor ich da angelatscht gekommen bin, ist das längst gegessen. So, jetzt habe ich das Armlet hier noch. Jetzt aktiviere, bekomme ich Bonusstärke, Bonusangriffstempo und mehr Schaden. Verliere aber ganz halt Lebenspunkte. Das wird halt ein bisschen ausgeglichen dadurch, wenn ich halt gleichzeitig mit jedem Schlag hier Life Leech mache. So, ich hole mir mal trotzdem nochmal mehr eben. Und versuche mal unten ein bisschen zu pushen jetzt gerade. Ups, da komme ich auch nicht mehr weg. Ja gut, die hatten Dagger natürlich, aber den habe ich gar nicht so rechtzeitig gesehen. Ja, die kamen da recht schnell. Ich habe gedacht, dass die in der Mitte mehr beschäftigt sind und ich natürlich Zeit habe, unten mal ein bisschen den Turm zu drücken. Hat leider nicht geklappt. So, jetzt sollen wir aber hier mal wenigstens mal verteidigen. Das ist richtig. Nicht wieder kampflos so einen Turm hergeben, so völlig sinnfrei. So, der Ex passt echt gut auf, portet dahin. Der Troll ist dagegen so ein bisschen eigensinnig. So, keine Ahnung, was der jetzt vorhat. Was soll das denn? Der macht jetzt... Also das ist so blöd von ihm. Unglaublich. Der macht jetzt hier Neutral Creeps, anstatt dem Team mal mitzuhelfen. Das ist echt überhaupt nicht angesagt gerade. So, da kann man aufpassen, ja. Ich habe mein Ulti mich noch nicht. Der braucht noch 4 Sekunden. Bitte nicht. Nein, 2 Sekunden, es ist... Boah. Ist das ärgerlich. Warum hat denn der noch voll Lebenspunkte? Ich habe überhaupt nicht gesehen, wie der gekämpft hat, schade. Ich dachte, also, warum hat der noch voll Lebenspunkte? War nicht dabei. Ist danach wieder hochgeheilt schnell. Eigentlich nicht. Ja, wir verlieren halt dooferweise einfach so die Türme, so, obwohl wir im Teamkampf eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Die stehen halt ein bisschen besser da tatsächlich, mit Kunker, mit Magmus, mit Earthshaker. Aber so schlecht stehen wir halt auch nicht da, dass sie einfach so sich das jetzt alles trauen könnten. Unser Teamplay. Es mangelt ein bisschen an Teamplay leider bei uns. So, mal wenigstens noch einen Townportal mal als Reserve. Ja... Die pushen jetzt mal unten auf den Turm. Ich farm mal oben ein bisschen in den Wald. Ich brauche tatsächlich ein bisschen Farm. Ich weiß nicht, wie es vom Level aussieht. Ich bin Level 12. Ja. Innerhalb des Teams schon ganz okay. Die anderen sind natürlich tatsächlich schon Level 16, solche in der Mitte. Also unsere Mitte hat halt nicht viel gerissen. Wer ist bei uns? War unser Mid-Hero? Troll Level 12. Das ist halt echt enttäuschend. Your lead approaches.
Man sieht, ich stun schon recht ordentlich. So. Der wollte einen Ward aufstellen. So, zack. Na, der kann ihn auch seinen Kollegen nicht mehr helfen. Ja. Hä? Ich passe auch nicht auf meinen Mana auf. Ich spiele auch ein bisschen schlampig gerade. Habe halt durch das Armlet ganz halt Lebenspunkte verloren. Ist aber auch schwierig, wenn ich das jetzt komplett ausmache und ich eh schon wenig Lebenspunkte habe, verliere ich 25 Stärke und werde dann auf einen Lebenspunkt runtergesetzt. Ist also auch keine Option gewesen gerade in dem Fall. Vielleicht einfach mal raushalten wäre eine Option gewesen. Oder halt aufs Mana gucken. So, aufpassen, nicht idiotisch spielen wäre vielleicht eine Option gewesen. Ja, schauen wir mal. Oh, da pinkt einer hin, da müssen wir aufpassen. Au, au. Vielleicht kriegt er noch ein Ulti raus wenigstens. Nee, aber der, das war sehr schön vom Axe. Hervorragend gemacht. Sehr, sehr schön. Ups, da muss... Ja, da kann ich, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig helfen. Das ist ja so weit weg. Ich kann ja nur zu Türmen porten. Und in der unteren, in der Mitte ist ja nicht mal der Turm mehr da. Darauf achten, dass ich auch die Last jetzt kriege, nicht völlig alles umsonst mache. An ihm kann man auch ganz gut einen Battle Fury bauen. Er braucht die Lebens- und Mana-Regeneration ganz gut, gerade mit dem Armlet. Und da er eh so viel Schaden macht, bringt das natürlich ganz ordentlich was, wenn er dann austeilt. Gegen das andere Team braucht er aber eigentlich auch ganz gut einen BKB. Bin jetzt nicht ganz sicher, worauf ich zuerst setze. So ein bisschen Lebenspunkte wiederholen. Ich glaube, ich hole mir aber doch für den Schaden, gerade wenn der Axe einen guten Core landet, vielleicht doch ein Battle Fury. Bisschen spät eigentlich, oh mein Gott, wie es halt manchmal so ist. Jetzt muss ich aber echt mal darauf achten, dass ich nicht immer so viel... Ja, Frage, wie wir gerade darüber gesprochen haben, oder ich darüber gesprochen habe, mit BKB... Ich sage jetzt gerade BKB oder Battle Fury, ich bin halt nicht ganz sicher. Er hat schon recht, BKB habe ich auch überlegt, weil sie so viel Disable haben. Ich würde eher aufs Battle Fury gehen eigentlich, weil ich halt den Schaden austeilen kann und eh einmal wiederkomme. Ach, ich bin unentschlossen. Oh, in der Mitte ist gerade Action, ich laufe da mal schnell hin. Oh, was ist da los? So, diesmal habe ich aber genug Mana und komme wieder. Vielen Dank. So. Mädchen. Ups, da kommt der, die Viper angelaufen, deswegen verziehen wir uns hier mal. Das BKB hätte mir in diesem Fall auch nicht so viel geholfen. Ich brauche mehr Schaden. Weil wenn sie mich fokussen, komme ich eh oft wieder. Und das Mana-Generation kann ich gut brauchen. Dann kann ich öfter den Hammer werfen. Es gefällt mir wirklich in der Tat insgesamt viel, viel besser, der Plan. Und der Ex sagt auch noch, dass es okay ist. Na dank. Was für ein nettes Spiel hier. Wahnsinn. Sowas gibt's. Oh, mein Arm ist auch noch an. Total verpennt. Vielleicht den Lich gleich mal beschützen, während er seine Wards aufstellt. Ja, 80 Sekunden cooler noch auf dem Ulti. Also das. Auf meiner Reinkarnation. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen zu viel Türme verloren. Die zwei halt. Unten, der steht immer noch. Was will der, dass wir das machen? Hm. Ja, puh, wenn die gewartet haben,
kann das ganz unangenehm werden. Wer nehmen soll das nehmen? Haskards genommen, das passt schon ganz gut. Ich habe kein Ulti. Au. Au, au, au. Wir haben zwar das Aegis bekommen, aber zu einem hohen Preis. Wir werden halt irgendwie hier alle sterben. Vielleicht kriegt der noch einen. Auch wieder so knapp vom Ulti, wie ärgerlich. Also, ist nicht so. Vom Timing nicht so ideal. Hätte lieber noch ein bisschen gewartet, aber. Naja, drei sind gestorben, zwei von ihnen. Also, einmal natürlich durch, ist er wiedergekommen durch das Aegis. Hätten wir lieber mal eine Minute gewartet. Hätte das alles besser ausgesehen. So, jetzt würde ich mal hier oben nicht den Turm verlieren. Vielleicht einmal hochziehen. Das ist, was ich halt meine. So, der Typ. Gut, eben hat er das Aegis drin gehabt, aber er müsste trotzdem nicht mal Platz schaffen für einen Townport. Das ist halt nicht das wichtigste, der wichtigste Gegenstand. Und das wird halt so unterschätzt. Und jetzt verlieren wir halt oben total viel Lebenspunkte auf dem Turm. Aus Blödheit, so, weil keiner hinporten kann. Oder es tut. So. Meine Herren, wie idiotisch. Jetzt habe ich in der Tat jetzt kein Townport mehr, weil ich nicht genug Geld hatte eben. Ich werde mir gleich im Sideshop ein neues kaufen. Und dann mal gucken, ob ich mal, ich habe im Lager das Broadsword noch, ich brauche die beiden Gegenstände noch, dann habe ich mein Battle Fury fertig. Womit ich ein bisschen, wo ich mit mehr Schaden mache und vor allem auch Cleave Damage, also mehrere Gegner auf einmal treffe. Alles recht gut zu gebrauchen. So, erstmal wieder das Townportal einstecken. Immer wichtig, nie vergessen. So, gleich zwei. Auch wenn man einmal geportet ist. Jetzt sind alle Mist von denen. Muss ein bisschen aufpassen. Wer weiß, wo die abhängen. Ich greife immer ein bisschen mit XP, aber versuche nicht auf einem Haufen mit ihm zu stehen. Das wäre nicht durch irgendeinen. Ja, ich komme wieder. Mich haben sie jetzt gefokust am Anfang. Das ist ganz okay eigentlich. So, der hat den. Ah, okay, hat er es genommen. Ja, vier von ihnen tot, drei von uns. Na gut, das war mein Ulti wieder dabei, aber immerhin. Aufs Endergebnis kommt es an. Und ich vergesse immer mein Armlet. Ich baue so wenig, so selten Armlet. Ich vergesse das zwischendurch immer, verliere dann unnötig Lebenspunkte. Aber naja. So, jetzt habe ich aber bald Battle Fury fertig, wodurch auch wieder ein Inventarplatz, obwohl wird gar nicht frei, stimmt überhaupt nicht. Weil ich habe ja nur einen Gegenstandslot gerade belegt. So. Na komm. Zum Glück ist der Kurier gerade nicht gestorben bei der Aktion. So, da haben wir genug. Jetzt wollen wir auch das einstecken. Ich hätte jetzt gleich mal mit einpacken können, wenn ich klug gewesen wäre. War ich nicht? Naja. So. So, die. Gucken, ob ich mit den Illusionen ein bisschen was reißen kann. Ich allein darunter zu gehen, ist ein bisschen gefährlich. Wo geht der denn lang? Was habe ich denn da für einen Befehl geschickt? Dämlich so. So, und jetzt kann ich mir mal das Battle Fury schicken lassen. Der hält ein bisschen die Creep Wave auf. Bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber mein Gott. So, mal gucken, ob ich hier irgendwo jemand unterstützen kann.
Ulti habe ich wieder ready. Inzwischen ist der Cooldown halt bei 60 Sekunden, was halt sehr, sehr angenehm ist. Da bin ich ja tatsächlich dann, kann ich ja sehr viel offensiver sein. So, ich werde ja auch mal vorgehen dann, weil ich ja doch... Oder wollen wir unten pushen? Na, wir pushen unten mal den Tower. Gucken wir mal, wie man dahin portet. Ja, sehr schön. Arme Sau. Tut mir schon ein bisschen leid. So. Zack. Jetzt fängt der Kollege auch mal an Schaden zu machen. So läuft das. So, die kommen uns entgegen. Hoffentlich. Ja, läuft. Komm, du willst es doch auch. So, den Kurier mal weggehauen. Sehr gut. Dies war jetzt Magie-immun, aber so viel Schaden wir rausgehauen haben. Ha! So, jetzt können wir den Turm, obwohl den können wir schon angreifen, ja. Also der hat jetzt so einen Backdoor-Schutz, also er regeneriert sehr schnell Leben, aber wenn wir halt so dastehen und ordentlich draufhauen, dann verliert er auch da genug Leben. Das dauert halt eine ganze Weile. Kann ich jetzt mal, ich bin da so doof eingeklemmt. So, noch ein Hellfire Blast raus und jetzt falle ich tot um. Komm aber wieder, weil ich mein Ulti hatte. Sensationell. Sehr gut. Der hat sich inzwischen voll erholt, der Turm. Aber jetzt können wir ihn endlich wegmachen. Und jetzt kommen auch unsere Creature als Verstärkung. Vielleicht können wir dann auch jetzt mal... Nein. Jetzt erholt er sich wieder total, aber jetzt sind die Creeps wenigstens da. So, ist jetzt mal endlich gut mit dem Turm. Meine Herren. Ich muss noch aufpassen, ich bin noch 30 Sekunden ohne Ulti, also jetzt einfach so sterben, jetzt mal nicht so ideal. Aber natürlich müssen wir schon die Chance nutzen und jetzt hier auf die Baracken hauen. Versuche mal bis an den Creeps mich ein bisschen hochzuheilen. Klappt auch einigermaßen. Wenn der ihn nicht gerade nerven würde. Ja, der hat natürlich heldenhaft versucht, die Rex zu retten. Aber eigentlich nur aufs Maul gekriegt. Und in 3 Sekunden ist auch mein Ulti wieder ready, sehr schön. Aber wir sollten erstmal die Rex fokussieren. Das ist jetzt das, was zählt tatsächlich. Jetzt ziehen wir uns hier mal zurück, weil jetzt unnötig sterben wäre ein bisschen idiotisch. Und versuchen mal hier oben den Turm. Den deny ich dann einfach gleich mal. So. Ja, jetzt läuft das Spiel gerade mal richtig gut. So. So, ich habe noch Cooldown auf Town Porter, also kann jetzt auch nicht zurückporten. Ich werde trotzdem ein bisschen die Lane pushen, während die sich hier vergnügen. Was baue ich denn als nächstes an eben? Hard ist schon eine gute Sache. Desolator auch. Gibt schon ein paar gute Optionen an ihm. Oh, da unten wird er kämpft. Ich kann leider nicht in die Nähe porten. Also hinlaufen ist auch Quatsch. Ich werde mal stattdessen ein bisschen oben pushen, die Chance nutzen. Entweder gewinnen wir den Kampf, dann kann ich oben pushen, oder wir verlieren den Kampf, dann haben wir aber hier zumindest schon einen kleinen Vorsprung. So oder so sollte ich jetzt nicht einfach stumpf dahin laufen, was ewig dauern würde, sondern hier halt weiter pushen. Praktisch, dass sie halt sich entscheiden müssen. Machen sie jetzt weiter, mache ich hier weiter. Guck, er sagt auch, ich soll die Baracken, also Rex, Abkürzung Barracks, für die Baracken hier. Aber die sind weg. Na, ist mir zu gefährlich, jetzt alleine da reinzugehen. Ich habe nicht gesehen, ob die geportet sind. Jetzt sehe ich gerade, dass sie laufen, aber eben wusste ich nicht, wo sie sind. Es war mir zu gefährlich. Muss nicht sein.
gucken, was der hat. Dann soll ich einen Kürass bauen. Ich brauche mal Lebenspunkte. Armor. Ich sag das mal. Ups. Das erhöht auch meine Angriffsgeschwindigkeit, was ich auch sehr gut gebrauchen kann. Erhöht meine eigene Rüstung. Verringert die Rüstung der Feinde. Alles super sozusagen. Ich kaufe mir mal eben hier im Secret Shop die Sachen, die ich brauche. Unter anderem halt den Hyperstone als erstes. Schön. Angriffsgeschwindigkeit. Dann geht's mal mit den Bases. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Wie viel brauche ich da noch? 1300, oder? 1325? 1300. Also noch 500 Farmen eben. Das geht ja relativ schnell jetzt an der Stelle des Spiels. Oben ist jetzt auch gar nicht. Ich werde mal oben wieder ein bisschen die Creeps farmen. 400 Gold noch. Das sollte relativ schnell gehen. Ja, mit so einer schönen Creep Wave hier. Sieht jetzt richtig gut aus für uns. Also nachdem es lange eher ausgeglichen war, oder auch teilweise mit Vorteilen für die anderen, haben wir jetzt natürlich eine Lane down, haben jetzt die Rex hier in der Mitte gekriegt. Es läuft richtig gut. So, ich verkaufe jetzt mal, der hat mir lange Zeit gute Dienste geleistet, der, obwohl, ich verkaufe eher die Bracer sogar. Das gibt mir auch 3 Stats und hat er die Aufladung, wo ich dann, wenn ich die benutze, mehr Mana und Lebenspunkte regenerieren kann. Und da eh so ein Tank ist, kriegt er die auch ziemlich schnell voll, den Magic Wand, weil er da lange steht, mitten im Kampf. Und dann kann das ganz schön viel bringen. So 15 Aufladung ist halt schon eine Menge. So, ne? Kriege ich halt 15 mal 15. Was ist 15 mal 15? 150 und 50, 25. 225. Ups. So, Lebenspunkte und Mana-Punkte wieder, was dann schon eine Menge ist. So, die versuchen jetzt natürlich hier zu deffen, müssen ein bisschen vorsichtig spielen. Aber wir haben natürlich jetzt mehr, wir haben einmal Aegis. Ja, wenn die mich jetzt fokussen, ist alles nicht so wahnsinnig schlimm. So, ich nutze jetzt mal auch das, so zack. Wie der jetzt reinhaut halt, ne? Ich sterbe jetzt gerade nicht so schnell. Selbst wenn ich sterben würde, wäre es alles nicht so schlimm. So, der kriegt jetzt noch so einen Hammer. Oh, das lief aber trotzdem ganz schön schlecht jetzt, wie ich gerade merke. Port mal hier weg, wenn es geht. Ne, geht nicht. Der hat wieder kein Tornporto dabei, oder? Hat er denn das Aegis oder was? Sieht man hier gar nicht. Das ging ganz schön in die Hose. Also wie schnell die gestorben sind alle, hätte ich gar nicht erwartet. Aber der ist ein bisschen dumm. Farm da Neutrals, sonst hat. Das ist nicht so ganz der hellste, ne? Könnte eigentlich den mal nerven. Er hat halt Haste. Ja, sagt gerade, dass der Magmuster gefährlich ist, weil er halt viel Schaden macht. Hat einen Delalus noch, womit er Crit-Schaden macht. Stimmt schon. Was kaufe ich mir? Kaufe mir schon mal hier 2. Obwohl, 2 brauche ich nicht. Verkaufe ich mir wieder 1 erstmal. Na, kann ich nicht, wenn ich tot bin. Klug gemacht, Martin. Egal, habe ich ja halt 2. Kann man immer gebrauchen. Was brauche ich denn als nächstes? Ich glaube tatsächlich ein Hard, dass ich einfach meine Lebenspunkte habe. Ich habe halt schon. Geht halt einfach so nicht weiter. Er meint halt, dass wir unten lang gehen sollen, natürlich den Turm draußen, der halt noch Geld bringt, als erstes machen sollen. Natürlich nicht vollkommen verkehrt. Sehr schön. Ah, das Schiff geht daneben. Sehr schön. Das ist schon mal wichtig. Es fehlt ihm gleich in den Teamkampf.
Der Axe ist nicht dabei. Alleine sollten wir nicht gehen. Ohne er. Wir sollten schon jetzt nicht mehr immer nur kämpfen, wenn wir 5 gegen 5 sind. Alles andere wäre ziemlich idiotisch. So, die haben jetzt schon die Rune benutzt, dann haben wir es immerhin gleich leichter, wenn es dann soweit ist. Alleine sollte er es jetzt aber nicht unbedingt machen. Gucken wir uns ein bisschen verteilen, dass wir jetzt nicht so... Ups, da kommt schon wieder das. Warum kommt denn schon wieder? Okay, ich bin tot, aber ich komme wieder. Ach, ich komme überhaupt nicht dazu, was zu sagen. Irgendwie, ich verstehe nicht, was mit dem Rest passiert. Also wir verteilen uns eigentlich recht sinnvoll. Ich extra vorne getankt, ja, dann müssen eigentlich hinten bleiben. Gerade so der Huskar soll mal hinten warten, der Axe und der Dings. Der Axe spielt es auch ganz vernünftig. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Huskar war, so wo der war. Hat er sich zurückgekauft gerade? Ja, gut, der ist gestorben. Es läuft nicht so ideal. Also man sieht halt gerade, die Team-Ultis sind halt, die uns hier das Spiel versauen. Also der Magmus vor allem, der blinkt halt rein, stunt uns alle. Eigentlich versuche ich das wegzutanken, also halt hinten zu, vorne zu stehen, damit er mich initiiert. Oder vielleicht sollte ich einfach hinten stehen, weil ich auch derjenige bin, der viel Schaden macht. Ach. Nicht so einfach. Machen es eigentlich einfach. Ich guck gerade mal, wenn ich mir das Hard kaufe, es bringt 1100 Lebenspunkte, 250 Lebenspunkte Vitality Booster. Ob ich das jetzt schon tauschen sollte oder doch direkt erst auf den Reaver gehen sollte. Weil so habe ich immerhin ja auch dreimal 19, also 60 Lebenspunkte schon. Und dann, wenn das voll aufgeladen ist, bringt mir das auch ganz schön viel. Und dann habe ich noch 3 Attribute auf alle. Ne? So richtig überzeugt davon, jetzt, dass ich das solches tauschen muss, bin ich nicht. Und die anderen Sachen natürlich auch nicht. Also schon am ehesten auf den Reaver direkt gehen. So, was hat er nochmal hier ganz netterweise? Er hätte auch dahin gehen können. Ja, der kann auch als Team effektiver spielen. Herr Troll. So, wir haben jetzt hier gewardet, ist ganz gut. Dann sehen wir halt, wenn es irgendwie Richtung Roshan geht, falls sie das mal versuchen oder so. Wir sollten vielleicht mal drauf warten, dass die jetzt einen Fehler machen. Wir haben ja gesehen, wir haben jetzt ein paar Mal eigentlich versucht, das Spiel an uns zu reißen. Hier vorzeitig eine Entscheidung zu erzwingen, indem wir halt eine Lane pushen oder einen Tower außen weg machen, hat nicht geklappt. So. Die Mitte pusht halt automatisch ein bisschen. Ich push mal die Seite hin. Versuche natürlich, ich habe immer die in der Mitte im Auge behalten, damit die hier nicht plötzlich neben mir stehen. Sehr schön, das könnte jetzt mal der, genau das Gegenteil von dem, was vorher passiert ist, dass wir halt auf sie gewartet haben. So. So, jetzt den endlich mal loswerden. Zack, jawoll, jawoll. Diesmal genau umgekehrt, sie haben alle auf mich initiiert, anstatt umgekehrt, dass wir den Kampf anfangen, alle auf mich gegangen, haben mich halt nicht schnell genug tot gekriegt und dann konnte mein Team reagieren. Ach, schön, doch noch geklappt. So muss das laufen. So, jetzt können wir natürlich ganz schön die Base einreißen. Die untere Lane können wir nicht einreißen, weil dann noch der Turm davor steht. Aber wir können einfach hier direkt in die Mitte gehen und hoffentlich das Spiel beenden. So, der lebt wieder, nicht, dass er uns jetzt hier stunt, alle. So, sehr schön, dass wir uns da nicht alle haben fangen lassen. Good game. Das war's dann. Schön,
Spiel gewonnen. Ja, der Axe hat echt gut gespielt. Der Lich hat super supportet. Und bei mir lief es ja auch hervorragend. Oder sehr gut, also hervorragend ist nicht übertrieben, aber es lief schon ziemlich gut. Kleine Schwäche im Midgame, aber insgesamt hat es schon gut funktioniert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. So, mal gucken, ob wir noch ein Item abgreifen oder... Na, beim Levelaufstieg kriegt man garantiert einen Gegenstand. So haben wir leider keinen gekriegt. Man kann manchmal auch noch durch Zufall einfach so einen kriegen. Es lief echt gut. Der Axe hat natürlich viele Kills. Ich habe viele Assists gemacht für einen Skeleton King. Der muss nicht unbedingt so viel machen. Total schnell gelevelt anscheinend. Nur der Templar-Assassin in der Mitte konnte mithalten. Ja, insgesamt ein schönes Spiel. Ich hoffe, der Skeleton King hat euch gefallen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr mal als nächstes sehen wollt. Das war jetzt ja All Random, der Modus, wo jeder Spieler zufällig einen Helden bekommt. Also da konnte ich gar nicht entscheiden. Aber vielleicht, wenn ich demnächst mal wieder All Pick spiele oder ein anderes, gucke ich mal, was ihr euch so gewünscht habt und dann spielen wir das. Ansonsten, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.